Richten. Die Schultern müssen parallel sein, das Ganze muss in der Mitte sein und die Handgelenke müssen gerade sein. Also man darf nie so starten, oder? Oder so darf man nicht starten. Muss gerade sein. Oder? Dann holt man den Griff, nach der Richter schaut, dass alles korrekt ist. Dann muss es zu Boden sein, was ist sonst noch? Ja, wie sieht es an der Mitte, das stimmt alles. Dann heisst es, ready, go! Gehst du mal da? Ready, go! Das geht so schnell, das ist ja weg. Ja. Weißt du, der Kampf gerne 10 Sekunden, oder? Genau. Vor allem fertig, oder? Das ist eine Reaktionssache, oder? Das ist ein Kampfsport, das ist nicht Kraftsport, oder? Also das Kommando ist sehr wichtig, oder? Wenn man schnell ist, ein Frühstart, machen wir mal einen, Frühstart. Ready, go! Ja, das ist schnell, dann tut er nachher abbrechen, oder? Dann gibt es einen neuen Start. Die wir abschlüpfen. Es könnte am Start sein, dass man abschlüpft, dass man den Griff verliert, oder? Aus irgendeinem Grund, oder? Dann kommt der Richter und tut ihn zusammenbinden, oder? Wenn das passiert, vielleicht passiert es ja hinten rein, oder? Dann tun wir das probieren, schon die technisch, oder? Mit dem Riemen hier. Kampfriemen. Das kann man machen. Wenn man den Armdrücken beherrscht, tun wir natürlich zum Teil extra abschlüpfen, weil man im Band stärker ist, oder? Der Gegner nur im Band kann schlagen, eventuell. Nein, das kann man nicht. Es gibt nur, wenn man abschlüpft, oder? Man kann natürlich gezielt abschlüpfen, oder? Dass man einfach weggeht, oder? Was muss man kennen, sonst geht es eben nicht. Wenn man ist, kann man abschlüpfen. Was haben wir sonst? Fouls haben wir noch. Fouls. Da ist mal auf die Kiste gehen. Wenn er auf die Kiste rutscht, ist das Foul für ihn. Zwei Fouls ist fertig. Hand. Kampf verloren. Zum Beispiel so, verloren. Was haben wir sonst noch für Foul? Ellbogenlipfen, ja. Also der Ellbogen muss immer auf der Kiste sein. He? Arm darf man nicht lassen gehen, sonst muss man fallen. Man darf nicht beide Beine auf den Boden haben. Man darf nicht wie ein... Wie ein Afta-Turnen. Das heisst, Bein muss am Boden bleiben. Schulterdrücken verboten, zeig nochmal. Ich darf nicht mit der Schulter, dass wir das Minimum eine Füßbreite da sein. Sonst ist es verboten, oder? Für das Fall. Ja, was ist das? Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Alle kapiert! Wieso hast du den Füßen kaputt? Stimmt das oder nicht? Stop! Winner! Stop! Winner! Stop! Winner! Stop! Winner! Stop! Winner! Stop! Winner!
Stop. Winner. Schön stark. Stop. Winner. Winner. Ja, Kappe! Ja, Winner!